Hallo, ich darf recht herzlich begrüßen Tim Böttcher und Wolfgang Kurz. Die werden uns jetzt etwas erzählen zu Less Nexus, was war das von der Chaos-Etappe zum Anfassen. Es klingt irgendwie wie ein Workshop, ja, als eine Präsentation. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns total, dass wir das Thema heute mit euch gemeinsam erfahren dürfen. Tatsächlich geht es nicht nur um einen Frontalvortrag, sondern um zum Anfassen halt. Ne? Das heißt, irgendwo auf der Hälfte und irgendwo am Ende dürfen alle mitmachen. Wir werden das dann nochmal anleiten. Es gibt eine kleine Simulation. Und heute geht es um Skalierung. Das ist ja das diesjährige Motto. Dementsprechend sind auch unsere Bausteine aufgebaut. Wir, das sind mein Kollege Wolfgang Kurz. Moin. Und ich. Wir kommen beide aus Hannover von der Avato Bertelsmann. Avato kennen die meisten wahrscheinlich nicht, aber zumindest Bertelsmann hat dann jeder schon mal gehört. Das sind so 130.000 Leute weltweit. Wir machen ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Unter anderem entwickeln wir auch Software in Hannover, den Online-Shop von Esprit. Und da kommen wir auch her und da kommt unser Beispiel her. Und ihr werdet bestimmt das ein oder andere wiedererkennen. Unser Ziel wäre, dass ihr am Ende etwas mitnehmen könnt, nämlich die Erfahrung, wie fühlt sich das an mit Chaos, wie fühlt sich das an mit Nexus. Das wäre unser Lernziel für heute. Passt das? Nicken? Ja, super. Gut. Oh, dann machen wir weiter. Skalierung kommt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich übersetzt die Treppe und steht allgemein für Größenveränderung. Kennt jemand die drei goldenen Grundregeln der Skalierung? Die erste Grundregel wäre, tu es nicht. Die zweite, niemals. Und die dritte, auf keinen Fall. Ja, wer sich noch an die agile Transition erinnert, und an die Schmerzen, die man da hatte mit der Skalierung, kann man die gleich nochmal wiederholen. Also tatsächlich sehr schmerzhaft. Es gibt eigentlich nur einen sinnvollen Grund, um agile Skalierung durchzuführen, wenn man ein Produkt oder ein Projekt hat, das so groß ist, dass man es mit einem Team nicht stemmen kann. Unsere Empfehlung ist immer, versucht irgendwie euer Projekt oder euer Produkt klein zu hacken, Abhängigkeiten zu beseitigen und nur wenn es gar nicht anders geht, dann geht er Richtung Skalierung. Und wenn es denn sein muss, dann zeigen wir euch heute, wie es sich anfühlt. Agile Skalierung beschreibt also agile Arbeitsmethoden, um mit mehreren Teams an einem sehr großen oder komplexen Produkt oder Projekt zu arbeiten. Skalierung, das kennt man jetzt von Serverfarmen und Ähnlichem, gibt es in zwei Richtungen. Ich kann vertikal skalieren, das heißt, ich erhöhe einfach die Mitglieder in meinem Team. Wenn wir mal von einem Scrum-Team reden, normalerweise über 7 plus minus 2. Wenn ich jetzt sage, okay, machen wir mal 10, dann fühlt es sich schon schwierig an. Und bei 11 funktioniert es eigentlich schon nicht mehr und bei 15 ist eigentlich nur noch Schmerzen. Davon raten wir dringend ab. Die Alternative ist die horizontale Skalierung, das sehen wir hier unten. Also ich mache nicht ein Team, sondern mache dann immer 3, 4, 5 Teams. Genau das haben wir gemacht. Wir haben bei uns 6 interdisziplinäre Teams über alle Rollen hinweg und wir betreiben den Esprit Online Shop. Wir haben also horizontal skaliert. Das, was wir als erstes ausprobiert haben, ist Chaos. Und das ist auch erstmal das, was man normalerweise so macht. Man hat dann also 6 Teams und weiß nicht so genau. Und versucht halt trotzdem was hinzubekommen und wie sich das angefühlt hat für uns, dafür haben wir euch eine Simulation mitgebracht und die Spielregeln gibt es jetzt. Wir sind 4 Teams, wir teilen das gleich einmal ein. Es gibt das die linke Hälfte, die rechte Hälfte und die teilen wir jeweils in eine vordere und eine hintere Hälfte und dann sind wir 4 Teams. Innerhalb dieser 4 Teams wollen wir nur 3 Sprints gemeinsam so ein Responsive Web Designs Team bauen für unseren Shop. Wir müssen natürlich alle mit anpacken. Die 4 Teams bekommen jeweils einen Product Owner, der kriegt von uns ein paar Stories, soll den Nutzen maximieren und je früher er Nutzen erzeugt, desto besser, das sollten wir irgendwie alle kennen. Es gibt einen Scrum Master je Team und wir haben maximal 5 Entwickler, das müsste irgendwie ganz gut hinkommen mit der Anzahl der Leute. Und insgesamt habt ihr dann 5 Minuten, wenn es wirklich losgeht. Jetzt geht es noch nicht los, also keine Panik. Ihr werdet User Stories bekommen und die haben verschiedene Bereiche. Aber hier oben, sie haben eine Nummer, damit sie eindeutig zu identifizieren sind. Sie gehören immer zu einem Team, in diesem Fall Team A.
Es gibt irgendeinen Inhalt, es gibt irgendeinen Nutzen, hier angenommen mit $200,000. Und häufig haben sie noch Hinweise, also diese Story benötigt zum Beispiel die neuen Breakpoints und die umgestellten Banner. Das sind dann wahrscheinlich Stories, die ihr auch noch im Backlog habt, sonst wäre es ja irgendwie doof. Und hier, diese Story hat noch eine Besonderheit, das ist die Launch-Story. Das heißt, daran hängt der Erfolg unseres Projektes. Die sind nochmal so markiert, die gibt es in jedem Team. Also A, B, C, D haben jeweils eine Launch-Story. Wenn ihr die am Ende live bekommen habt, dann habt ihr sozusagen das Spielziel erreicht. Wie funktioniert das? Ihr kriegt so ein Planungsboard von uns. Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3. Und könnt auf jeden dieser Slots eine Story draufpacken. Ne? Also die Story, zack, drauf. Und wenn ihr am Ende von den 5 Minuten auf einem von den Slots liegt, dann zählt sie. Die sind auch erstmal alle gleich gewichtet. Und ganz rechts gibt es noch so eine Nutzenspalte. Da könnt ihr den Nutzen summieren. Wichtig dabei, $100 im Sprint 2 sind viel teurer als $100 im Sprint 3. Logisch, weil wir wollen möglichst früh Nutzen erzeugen. Und wenn dann alle 4 Teams ihre Launch Story abgeliefert haben, dann haben wir alle gewonnen. Gibt es dazu Fragen? Das freut mich total. Dann fangen wir mal an, Material auszuteilen. Darf ich dir das einmal in die Hand drücken? Ja. Super. So, ihr seid Team A. Das ist schon mal Planungs. So, wer möchte PO sein? Ihr seid Team B. Ihr seid Team C. Schweigen ist Zustimmung. Und ihr seid Team D. So. So, das M brauchen wir auch noch. Und ihr habt hier eure Dev-Teams. Und einmal eure User-Stories. Okay, die ich da oben habe. So. Team C. Ein PO. Wer möchte PO sein? Der das Brett in der Hand hält. Super. Herzlichen Glückwunsch. Wer möchte Scrum Master sein? Ah, toll. So, und bitte einmal 5 Dev-Mitglieder. Und das wären dann die User-Stories für euch. Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Ne? Drauflegen. Ansonsten sind hier noch Tische, 2 Stück, könnt ihr gerne nutzen, wenn ihr wollt. So, haben alle auf die Plätze, fertig! Leute, da kommen auch Tische, da können auch noch, die haben frei gemacht für euch. Und was. Finde ich gut. Also hier ist die Launch Story. Und für die Also wirst du nicht im ersten Feld haben.
Ja. Und wir ließen auch keine Schon mal eine Stiftung, man kann aber nutzen, also nutzen als Vertrag. Das ist das neue Promotion-Banner. Die hat keine Abhängigkeit. Die können halt auch nur nutzen. Das heißt, wenn hier noch Platz ist, So, 2 Minuten. Kurze Ansage zur Timebox. Ihr habt noch so ungefähr 1,5 Minuten, also keine Panik, aber so langsam solltet ihr die ersten Sprints geplant haben. Ja. Ja, das bin ich definitiv. Du darfst alles machen, was du möchtest. Das funktioniert meistens sehr. So, wir haben gleich 30 Sekunden. So langsam solltet ihr auch die Nutzen mal zusammengerechnet haben, eigentlich an den Spalten. Der Kugelschreiber kommt in welche an der Hand? Ihr habt jetzt noch 10 Sekunden. Es wäre super, wenn ihr jetzt die Karten aufs Board legt. Alles, was nicht auf dem Board liegt, zählt am Ende nicht. Und fertig. So, die Zeit ist um. Bitte die Finger von den Karten nehmen. Wir kommen rum und evaluieren mit euch gemeinsam. Okay, die Zeit ist vorbei. Ja, wir haben das ja nur hier. Ich dachte, wir haben eine Frage für euch. Tragt ihr bitte die Nutzen zusammen, also immer addieren. Also hier sind es bei 20. Ja, wir hatten schon mal eine sehr starke Abhängigkeit. Ja? Ja, ich habe sie dann quasi zweimal gesehen. Ich habe gesagt, ich würde nicht machen. Ich hatte schon ein recht hohes Risiko, dass er mal knallen könnte. So, das ist das. Das ist eine Sache. So ist das dann heute. Wir würden erst den Launch machen und dann anschließend. Okay. Also das ist quasi. Ja, ich hätte jetzt sogar gedacht, dass das kommt.
Das ist sozusagen das Ziel, wo hin wollen. Also Rückwärtsplanung jedenfalls von da aus. Okay. Also habt ihr auf jeden Fall ein paar Pinsenteile drin, die könnten knallen. Das könnte nach hinten losgehen. Genau. Das wird man aber nicht, wie es bei denen aussieht, ne? Das muss man auch mal gucken, da war es ein bisschen abhängig. So, Tiri. Wollt ihr noch schnell eure Nutzen eintragen vielleicht? Ja, einfach die Wahl nach dir und hinten reinschreiben, also im Fall der RF420. Genau. Aber ist nur bei Ja, einfach liegen lassen. Dann hast du das Lösungsblatt oder lösen wir ja, auf? Ja, haben wir hier. Ich habe alle Teams kontrolliert. Achso, okay. Dann gibt es eine Gesamtlösung. Also einer muss kontrollieren. Ich schaue mal das erste Lösung. Ja, der Chef. Immer der Chef. Also wir sind natürlich eben rumgegangen, haben geguckt, klappt das so alles? Die meisten Teams hatten irgendwie total tolle Lösungen, haben Nutzen optimiert. Was noch nicht so richtig gut geklappt hat, ist, dass die Abhängigkeiten zwischen den Teams auch beachtet worden sind. Dann gab es so den einen oder anderen Punkt, der nicht so richtig geklappt hat. Jetzt in 5 Minuten ist das natürlich schwierig, das wissen wir auch. Gerade wenn man das so chaotisch macht, wie wir das jetzt gemacht haben. Es ging ja auch darum, Chaos mal erlebbar und anfassbar zu machen. Das heißt, faktisch hätten wir alle gemeinsam dieses Projekt jetzt nicht durch die Tür gekriegt, weil bestimmte Abhängigkeiten nicht beachtet worden sind. Und uns würde jetzt natürlich interessieren, was ist passiert, was habt ihr beobachtet, wie habt ihr euch dabei gefühlt, wenn ihr uns da vielleicht mal so ein paar Hinweise geben könnt. So groß ist der Raum, nicht einfach reinrufen. Was ist passiert? Also wir haben uns natürlich jetzt sehr stark auf unsere Prioritäten hier fokussiert. Da kam mal jemand vorbei und hat reingerufen, wir müssen die und die Sache im ersten Sprint umsetzen. Mhm. Das haben wir dann auch getan. Ja, cool. Aber von den anderen beiden Teams kam nichts, also haben wir natürlich deren Abhängigkeit noch nicht beachtet. Also eine Grundregel, wer spricht, dem kann geholfen werden. Ja, das habt ihr schon mal. Ja, super. Haben wir auch gelernt. Ja, man war auch nicht gesprochen, ne? Zumindest nicht auf die kleinen Leute. Wie war das in den anderen Teams so? Ich glaube, der Blick aufs große Ganze hat halt gefehlt. Ne? Mhm. Also was haben die anderen Herausforderungen? Es war jetzt auch für die Zeit nicht sehr knapp, sodass man ja nicht die Chance gehabt hätte, irgendwie mit dem Team zu sprechen, mit den anderen Teams zu sprechen. Organisation schwierig. Ne? Wie hat sich das angefühlt? War das gut? War das schlecht? Stress? Ne? Ja, genau. Ich fand es schön. Wir haben zusammen überlegt. Das heißt, wir haben dem PO nicht gesagt, hier mach mal und dann kannst du uns ja mal dein Backlog präsentieren und wir sagen dir, sondern haben halt zusammen geschaut, dass wir die Interessen des POs durchgesetzt haben. Also eine schwierige, eine herausfordernde Aufgabe hat aus dem Team Spirit erzeugt bei euch. Mhm. Ja. Teamwork, mhm. Super. Was noch? Ich fühlte mich auch so ein bisschen an, ich habe sowieso kaum Handlungsspielraum, also ich muss das eigentlich so, ich habe sonst noch Gefühle, die wir vielleicht noch nicht gehört haben? Man muss jetzt viel glauben, ne? Also wenn da steht, das hat eine harte Abhängigkeit, dann würde ich das ja normalerweise nochmal hinterfragen. Und die Chance hat man natürlich in so einer Simulation nicht. Eine Simulation ist immer begrenzt, ne? Das sind die Spielregeln an dieser Stelle gewesen. Wir gehen mal weiter. Habt ihr was gelernt aus dieser Simulation? Würdet ihr beim nächsten Mal was anders machen, wenn wir das jetzt nochmal machen würden? Mehr Zeit. Das wünschen wir uns immer alle, mehr Zeit. Weihnachten kommt trotzdem jedes Jahr und das Gewinnspiel zu Weihnachten muss trotzdem vorher raus. Vielleicht vorher einmal die Systematik absprechen, so wer spricht jetzt mit wem, ne? So dass das eben nicht passiert, nur wer laut schreit, wird gehört. Oder? Mhm. Also eine Systematik, einen Skalierungsansatz entwickeln ist das, ne? Gehen da alle mit? Ja, Kopfnicken? Ja, so, gut. Beziehungsweise das Sync-Meeting auch in der Mitte. Sync-Meeting in der Mitte, ne? Also ich habe schon gesehen, so 2 Teams haben sich tatsächlich zusammengefunden. Da kam noch ein dritter dazu. Dann wurden schon so Abhängigkeiten gesprochen, wir brauchen aber das. Aber dass alle gleichzeitig miteinander gesprochen haben, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Es hat geholfen trotzdem, dass wir alle in einem Raum waren. Ja. Wenn jetzt ein Team rausgegangen wäre, wäre blöd gewesen. Ja, also
hatten wir hier leider nicht die Möglichkeit. Normalerweise schicken wir die Leute tatsächlich in unterschiedliche Räume. Und das sind 5 Minuten. Dann ist das Ergebnis noch schlechter, ne? Kann ich euch versprechen. Wir haben in der Praxis, und wir haben das wirklich ausprobiert, ein schönes halbes Jahr, und es hat auch echt wehgetan. Unsere Teams sind immer wieder auf unerwartete Abhängigkeiten gestoßen, wie OE. Das mussten die, wussten wir gar nicht, hat uns ja keiner gesagt. Na, so Standardaussagen. Die Teams haben sich abgekapselt, so, ja, wir machen jetzt erstmal unsere Aufgaben, wir reden nicht mit den anderen, unser Team ist toll, die Projekte haben sich verzögert, wir haben ein Framework Zoo tatsächlich auch bekommen, weil jeder seine eigene Suppe gekocht hat. Wir hatten ein erhöhtes Ausfallrisiko durch erhöhte technische Abhängigkeiten. Wir haben das Rad mehrfach neu erfunden in den Teams, weil jeder für das Problem eine andere Lösung gebaut hat. Und wie ihr auch gesagt habt, es entsteht Stress, es entsteht Unzufriedenheit. Dann sind wir weitergegangen und haben überlegt, okay, das kann man noch besser machen, man kann auch ordentlich skalieren. Und welche Möglichkeiten für die Skalierung es gibt, das erzählt uns jetzt Wolfgang. Jo, danke. Ja, wie ich gerade sagte und ihr auch festgestellt habt, wir hatten die gleichen Schmerzen wie ihr. Ein bisschen, mehr als 5 Minuten und es tat ein bisschen mehr weh. Und führte zu sehr spannenden Sachen. Und die erste Frage war, wie kriegen wir es aufgelöst? Vor allem die Abhängigkeiten. Und auch, dass wir, was Tim gerade sagte, diesen Framework-Zoo auflösen, weil es war ein bunter Zoo. Also haben wir mal schlaue Bücher gewälzt und ein paar Coaches gefragt und sagten, der einfachste Ansatz wäre ein Scrum of Scrums. Wer kennt das? Gut, da muss ich sicher auch reingehen, hervorragend. Scrum of Scrums ist am Ende, ich habe die verschiedenen Teams aus dem Produkt, die wählen jeweils einen Teamvertreter. In unserem Fall ist ja immer pro Sprint einmal einer, der sich bereit erklärt und dann immer hingeht, damit es nicht so viele Varianten gibt. Und in dieses Daily Stand-Up geht das Übergeordnete und dann das Team vertritt. Das ist eben die einfachste Art der Skalierung, weil wer nach Scrum arbeitet und ein Daily Stand-Up kennt, der weiß auch, kennt die 3 Fragen, was das Thema generell ist, nur eben einen Tag drüber, übergeordnet über alle Teams. Ganz wichtig hier auch war der Fokus auf Erkennen von Abhängigkeiten. Und wir haben erstmals zusammen gesprochen, wie geht heute live mit dem Produkt, was macht ihr denn so, wer kann mir helfen? Und auf einmal gab es Diskussion, Unterstützung. Also auf einmal wusste man, was woanders brennt, was vielleicht Probleme geben könnte. Das Thema ist, wie gesagt, ganz einfach, es ist ein Daily Standard, gleiches Spiel, keiner musste was Neues nehmen, sondern was auch von allen direkt akzeptiert, weil alle den Mehrwert auch sofort gesehen haben. Und vor allem ganz wichtig, es muss nichts Neues gelernt werden, weil es ist am Ende, der Scrum-Zyklus bleibt gleich, alles bleibt so wie gehabt. Und das Spannende ist, es könnte auch nach oben skaliert werden. Haben wir noch nicht probiert, weil Scrum auf Scrums waren sie noch ein bisschen zu groß. Die Key Findings für uns waren in dem Falle, wir haben früher Erkenntnisse gewinnen können zum Produkt, zu Abhängigkeiten, zu Problemen. Und die kamen auch früher wieder in die Teams zurück, die darauf reagieren konnten. Und dann da sprechen wir eben auch. Wir haben Wissen geteilt, also im Sinne von, ey, kannst du mal kommen, ich brauche was, die Docker, kannst du mal einen Workshop geben? Klar, mache ich. Auf einmal waren Türen offen, die vorher geschlossen waren. Menschen sprachen miteinander. Das Wir-Gefühl wurde gestärkt. Vorher hieß es, ein Team, ein Produktschnitt, was wir machen, ist wichtig, was anderen machen, ist egal. Auf einmal hieß es das Produkt. Wir alle gemeinsam bauen einen Shop. Wie ihr auch gerade. Fazit für uns war, der SOS-Ansatz war wertvoll und ist auch wichtig, wir machen es bis heute. Aber alleine für unser Produkt nicht ausreichend, weil unser Produkt doch zu komplex ist. Aber das haben wir gemacht, wir haben uns überlegt, was können wir noch drüberlegen, was können wir noch tun. Wir haben dann ein paar wieder schlaue Bücher gewählt, wieder Coaches gefragt und gesagt, jo, jetzt kommt die Etappe. Wer kennt das Etappenmodell? Okay, nicht ganz so viele, gut. Ich gehe mal ein bisschen tiefer rein. Die Etappe ist am Ende nichts anderes als, ganz einfach gesprochen, ein übergeordneter Sprintzyklus, in unserem Fall von einem Laufzeit von 3 Monaten, oberhalb der Sprints. Das Ganze ist aufgebaut, auch wiederum analog einem normalen Sprintzyklus, einer normalen Iteration mit gleichen Artefakten, eben eine Etage rüber, eben auf Etappenebene. Der Planungskreis, zumindest in unserem Fall, da war das erste Learning, das sollte man nicht tun, bestand aus einem CPO oder Etappen-Owner und den Product-Ownern, also den Team-Product-Ownern. Die trennten dann die Thematik eben einmal in strategische Anforderungen, also auf Epic-Ebene übergeordnet, als auch die Epics brachen sie dann runter.
je nach Priorisierung in die Teams auf Teamebene, also in Stories. Das erste Neue war hier auch für uns ein gemeinsames Etappenreview, also sprechen über Themen, über gesamtheitlichen Themen und nicht immer Einzelteams. Und was für uns auch neu war, war, wir mussten alle Sprints gleich takten, damit sie eben immer im gleichen Zeitraum laufen, immer Laufzeiten haben. Das war bei uns auch ein bisschen anders gewesen. Und da schon das erste Problem, man kann nicht unendlich viele Sprints gleich takten, das wird immer ein bisschen schwierig. Deswegen also eher für kleine Projekte geeignet. Ganz kurze Frage, ja. Wer ist bei der Etappenretro dabei? Da war das Problem, wir haben Etappenretros immer mit POs gemacht. Normalerweise aber empfohlen wird gesamtheitlich mit den Teamvertretern, mit den POs, Scrum Mastern. Der Vorteil dieses Modells für uns war gewesen, wir haben nun endlich eine Gesamtproduktpriorisierung hinbekommen und gesehen, was wichtig ist, in welchem Team, worauf müssen wir uns erstmal fokussieren und dann auch wirklich am Ende möglichst früh Nutzen zu generieren. Es ist in der Vergangenheit Projekte geeignet. In dem Fall war es uns auf High Level angeordnet, also auf PO-Ebene, respektive CPO-Ebene, und darauf fokussiert. Dadurch haben wir die Teams einfach nicht ordentlich abgeholt. Das ganze Ding war gefühlt eine PO-Veranstaltung, so ein Nebenkriegsschauplatz. Und wir haben Abhängigkeiten noch technischer Art später erkannt, was eigentlich das Ziel war. Dadurch haben wir auch in den Teams fehlendes Involvement gehabt. Das führt dahin, dass wir am Ende in den Teams Spaltung hatten zwischen, okay, heute machen wir eine Etappen-Story, morgen machen wir eine Sprint-Story. Dass sie alle aus dem gleichen Backlog kamen, war irgendwie allen nicht klar. Fazit, Theorie ist gut. Uns hat es nicht weitergebracht, auch teilweise in der Anwendung. Ein paar Fehler gemacht. Deshalb haben wir uns das nächste Modell angeguckt. Das wäre an der Stelle jetzt mal LESS. Und weil wir angenommen haben, dass das hinten nicht immer vollständig gut lesbar ist, machen wir dazu mal ein Handout. Da habt ihr was in der Hand und könnt euch das angucken. Dann müsst ihr mal so ganz genau nach vorne gucken. Ich gehe, während das verteilt wird, schon mal durch. Ihr habt auf dem Handout nichts anderes als das, was es jetzt vorne zu sehen gibt. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass man nur dann skalieren soll, wenn es notwendig ist, weil man nur ein Produkt, ein Projekt hat. Wenn man nur ein Produkt hat, dann sollte man auch nur einen Product Owner haben, sagt Les. Es gibt also nur einen Product Owner und der hat dann auch nur einen Product Backlog. Das klingt jetzt erstmal komisch, denn wer ein PO im Team hat, weiß, der ist immer total beschäftigt und hat viel zu tun und der muss ja alle Storys ganz klein schneiden und jetzt soll er das für 2 bis 8 Teams tun. Wie soll er das denn schaffen, der arme Mann? In der Praxis ist es tatsächlich so, dass der häufig Unterstützung hat, aber die Storys sind auch erheblich größer. Also vielleicht das, was ihr früher auf Epic-Ebene hattet. Und es ist dann eben halt an den Teams, die für LESS sehr reif und sehr erfahren sein sollten, diese Storys kleiner zu brechen. Und wie in jedem Scrum-Ablauf gibt es irgendwie einen vorherigen Sprint, das ist der Bereich hier rechts, und einen zukünftigen Sprint, das ist der Bereich hier links, für euch natürlich genau andersrum. Und dazwischen ist der aktuelle Sprint und den gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an, wie das funktioniert bei LESS. Es gibt ein gemeinsames Sprint Planning, das ist dieser erste Block hier. Und in diesem Sprint Planning sind Teamvertreter dabei. Ein, besser zwei pro Team. Und der Product Owner präsentiert seinen Backlog und sagt, guck mal, da wollen wir hin irgendwie in 2, 3 Monaten. Und die wichtigsten Stories dafür wären jetzt diese 5. Überlegt doch mal, welche Stories davon könnt ihr mit in euer Team nehmen. Was wird wohl ungefähr in euren Sprint reinpassen? Und das tun die dann. Die setzen sich zusammen, machen sich den Kopf, nehmen das mit in ihre Teams. Und jetzt seht ihr, hier sind so Linien zwischen den Lanes. Das heißt, Sprint Planning 2 findet im Team statt, also im kleinen Scrum-Team. Das heißt, die technischen Abhängigkeiten und das Runterbrechen, das wird so gemacht, wie ihr das heute auch kennt, denn das wäre mit 50, 60 Mann einfach nicht möglich. Und manchmal finden die dann noch was. Mensch, wir haben gar nicht dran gedacht, hier im gemeinsamen Planning 1, dass das nur funktioniert, wenn Team B auch irgendwas macht. Dann drehen die eine Schleife und dann treffen die sich nochmal. Und das machen die so lange, bis eben halt alle Abhängigkeiten geklärt sind. Und dann geht's los. Dann kommt also der Sprint und der Sprint verläuft erstmal so, wie man das kennt. Das sind halt 2 Wochen, 3 Wochen, je nachdem, wie das bei euch so organisiert ist. Jedes Team arbeitet an seinen Produkten. Es gibt aber ein paar Änderungen. Und zum Beispiel hier ist so ein Fall eingezeichnet. Das heißt, die Teams dürfen miteinander reden. Völlig neue Erkenntnis am Anfang. Wie die das machen, ob die ein SOS machen oder ob die sich einfach ad hoc treffen oder so, das ist den Teams überlassen. Das ist Teil der Selbstorganisation.
Es wird nicht vorgegeben, auch die Refinements, ob man die jetzt alleine macht oder für zwei Teams gemeinsam, ist auch den Teams in der Selbstorganisation überlassen. Das ist alles flexibel, wird alles so gemacht, wie es dann zu dem Zeitpunkt gerade gebraucht wird. Und dann ist der Sprint irgendwann zu Ende, hoffentlich erfolgreich. Und dann gibt es hier die Sprint Review, die ist wieder mit allen. Und diesmal auch wirklich mit allen. Denn alle haben was dazu beigetragen, alle sollten stolz auf ihre Arbeit sein, alle sollten sehen, wo hat es uns hingeführt. Das ist total wichtig, das Meeting. Nicht nur, weil der Review sowieso mal wichtig ist, sondern weil es auch ganz viel mit Teamgeist zu tun hat. Ja, also wir als Einheit haben ein Produkt, wir haben eine Leistung abgeliefert, wir haben zusammen Erfolg, wir scheitern zusammen. Das ist das, was man eigentlich braucht, damit die Leute eben halt aus ihrem Silo rauskommen. Und danach geht es in die Retrospektiven. Hier seht ihr wieder die Einteilung. Das findet in den Teams statt. Auch da wieder mit 60 Leuten. Retro, wisst ihr selber, macht keinen Sinn. Da gibt es aber eine Besonderheit. Themen, die die teamübergreifende Zusammenarbeit betreffen, die werden dann gesondert gesammelt. Und dann gibt es danach nochmal eine Overall-Retrospektive mit Teamvertretern, wo genau diese Aspekte der Zusammenarbeit nochmal in der Retro beleuchtet werden. Und durch diesen gemeinsamen Sprintabschluss soll dann der Blick fürs große Ganze erfolgen. Das kennt wahrscheinlich jeder. Ne? Es macht einfach einen Unterschied, ob ich sage, ich muss halt irgendwie Steine klopfen und das ist irgendwie doof. Oder ja, ich klopfe hier Steine, weil ich eine Kathedrale bauen will. Also auf die Vision kommt es irgendwie an. Ne? Warum machen wir das alle? Und Les hat eben halt als Antwort auf diese Frage nach dem Warum, okay, wir haben ein Produkt, wir haben ein Ziel und da wollen wir alle gemeinsam hin. Und darauf sind auch die ganzen Meetings und Strukturen ausgerichtet, damit am Ende dann auch ein Produkt entsteht. Und dann sind wir schon wieder beim großen Bild. Oh, das ist die erste Frage. Ja. So vielleicht ein Erfahrungswert, wie viel Zeit investiert man da in so einen Sprintwechsel? Ja, gar nicht so wahnsinnig viel mehr. Also wir haben jetzt, wenn wir nicht skalieren, haben wir so um und bei anderthalb Tage bei zwei Wochen Sprint. Rechne mal irgendwie 20% drauf, ne? Weil du irgendwie noch ein Meeting mehr hast. Es lohnt sich. Also Skalierung mit Nullaufwand habe ich noch nicht gesehen, dass es irgendwie funktioniert. Mit 20% mehr an diesen anderthalb Tagen bist du ungefähr dabei, also auf die Gesamtzeit, naja, vielleicht 5% oder sowas. Das war ein ziemlich schneller Durchgang durch Les. Das ist noch eine Frage. Es gibt kein Überfall-Stay, oder? Naja, gibt es vielleicht schon, ne? Also es ist halt den Teams überlassen, ob sie das brauchen, ob sie das für sinnvoll halten. In der Praxis machen es die meisten. Also wenn man sich das anguckt, wo das erfolgreich implementiert worden ist, die machen das fast alle. Noch eine Frage. Also bei Les ist das der Selbstorganisation überlassen, wie das aussieht. In meiner Erfahrung schickt jedes Team einen Vertreter und sagt, hier unsere teamübergreifenden Themen sind. Wir sind gut im Sprint, wir sind schlecht im Sprint, wir brauchen Hilfe. Kann jemand dieses Problem lösen? Wer hat noch Haufen X? Und dann geht das einmal der Reihe rum und danach treffen sich dann noch irgendwie zwei oder drei, um das konkrete Problem zu lösen. Da war noch eine Frage. Ja. Also jedes Team hat aber schon einen Product Owner und... Es gibt einen Product Owner für alle. Ach so. Es gibt ja auch nur ein Produkt, es gibt nur ein Projekt, sonst muss ich nicht skalieren. Okay, und wie viele Teams kann man das dann machen? ja, so... Also ich meine, hier sind drei gezeichnet. Also wirklich, wirklich gut funktionieren tut so bis fünf in meiner Erfahrung. Bis sieben ist es zugelassen, aber, und vielen Dank für diese Überleitung, danach gibt es Less Huge. Ne, also Less ist größer als das, was ich euch heute zeigen konnte. Guckt euch mal die Webseite an, less.works, da sind auch die ganzen Grafiken her, stehen alle zum Glück unter Common License. Überall, wo jetzt hier so Sachen abgebildet sind, da kann man draufklicken, auch auf die einzelnen Elemente kann man draufklicken, da gibt es nochmal Detailinformationen, sehr, sehr gute Seite, spannendes Framework. Was haben wir gesehen? 2 bis 8 sehr reife Teams, da funktioniert das gut, weil sehr viel Selbstorganisation gefragt ist. Ein übergeordneter Product Owner mit einem Product Backlog, ein gemeinsamer Sprint für alle Teams, verschiedene gemeinsame Events bringen Alignment und Fokus. Less ist eine Sammlung von Rahmenwerken, Leitlinien und Vorschlägen für Experimente, wie man gemeinsam arbeiten kann. Und bei Less geht es eben halt darum, das, was Scrum eigentlich ausmacht, auf einen größeren Kontext anzuwenden. Also lieber Multiple Team Scrum und nicht mehrere Scrum Teams. Das ist, glaube ich, so ganz kurz zusammengefasst das. Unsere Learnings, es gibt sehr hohe Freiheitsgrade, dadurch wenig Vorgaben und dadurch hat man eine hohe Akzeptanz. Wenn man den Leuten sagt, du kannst machen, was du willst, dann haben die meisten erstmal nichts dagegen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Wenn man
das tun will, sollte die Arbeit mit Scrum bekannt und erfahren sein und es sollte ein festes, agiles Mindset geben. Es ist stark auf Organisationsentwicklung ausgerichtet. Es ist halt wie Scrum, es macht alles transparent. Die ganze Scheiße wird hochgespült, ob man sie sehen will oder nicht. Es ist für kleine bis große Projekte geeignet, wenn man es kann. Und unser Fazit ist, höchst flexibel für sehr reife Teams, eine Top-Möglichkeit zum Skalieren. Und jetzt hätten wir dazu eine Simulation. Das schaffen wir dann im 4-Stunden-Workshop, deshalb sind wir heute out of scope. Aber das ist gar nicht schlimm, denn jetzt kommt Nexus und Nexus ist relativ ähnlich zu Less und das wird uns Wolfgang erzählen. Und dazu gibt es eine Simulation und den Zwischenschritt, den schafft ihr ganz locker. Das ist eine Frage. Meine Frage, vorhin habt ihr irgendwie angefangen, dass das so eine Art Entwicklung bei euch war, diese einzelnen Dinge jetzt auszuprobieren. Ist das jetzt hier immer noch der Fall, dass das sozusagen von dem Etappenmodell dann so zu Less kam? Oder ist das hier nur das Etappenmodell, haben wir ganz ehrlich, das war ein großer Fail. Wir haben ganz viele Sachen falsch gemacht und das auch ordentlich. Ein Teil unseres anderen Vortrags, die ist unsere 7 Todsünden. Wir haben es dann irgendwann beerdigt, weil die Teams sagten, Etappe bloß nicht, Gott bewahre, ich möchte über meinen Sprint arbeiten. Und dann haben wir das beerdigt, dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und eine Erkenntnis war, dass wir iterativ immer kleine Schritte machen in eine der Modelle und darauf adaptieren. Glaubst du, wenn ihr erst Less probiert hättet, dass ihr dann gesagt hättet, da wärt ihr gefailt, weil ihr halt das erste Mal versucht hättet? Ja, ganz sicher. Also, total. Ja. Weil wir haben einfach ein Framework und übergestülpt. Da kommen wir auch nachher nochmal zu. Wir müssen ein klein bisschen auf die Zeit achten. Ja. Sonst haben wir ein Problem. Gut. Nexus. Kannst du bitte einmal austeilen, Tim? Nexus, hat Tim gesagt, ist so ganz ähnlich. Ja, nein, ein bisschen. Es gibt ein paar Unterschiede. Während Tim das austeilt, hat er gleich einen Schauplatz. Deswegen würde ich einmal grob mal die Unterschiede aufzeigen. Also Nexus basiert erstmal auf Scrum. Und zwar, so wie es da geschrieben ist, ist von Ken Schwaber entwickelt worden, ja, dem einen der beiden Scrum-Papas. Von daher gesehen, ja, das ist am Ende Scrum. Der große Unterschied bei Nexus ist, es gibt wie beim Scrum-Guide auch einen Nexus-Guide, der explizit das ganze Framework beschreibt. Und da steht ganz klar drin, Leute, 3 bis 9 Teams, nicht mehr, nicht weniger, Punkt. Das ist fix. Das ist auch kein Vertun, andererseits bei Less. Ganz neue Rolle hier ist das sogenannte NIT oder das Nexus Integration Team. Das kümmert sich um die Koordination innerhalb des Nexus, coacht die Teams, die Einzelmitglieder im Framework, im Doing und erkennt, dass die Hauptaufgabe ist von Nexus, erkennt Abhängigkeiten. Und das ist das Wichtigste am Nexus. Es gibt hier auch ein Daily, das sogenannte Nexus Daily, das ist hier auch explizit beschrieben, das ist ein Scrum of Scrums. Es gibt immer Repräsentanten, die analysieren, was passiert, welche Storys sind im Sprint, was geht da ab. Und die entschärfen wirklich in Nexus-Plannings, die analog normalen Scrum-Plannings auch zu laufen, genau wie man sie kennt, Abhängigkeiten und wählen dann Storys dort in diesen Plannings übergeordnet für ihr Team aus und gehen mit diesen Storys wieder in die Teams zurück. Und das Spannendste an Nexus sind die Abhängigkeiten, deswegen habe ich euch einmal so ein Planning-Board aus Nexus mitgebracht. Schön bunt, ich mag Farbe. Was sieht man da? Stories. Ganz wichtig. Das Wichtigste bei Nexus, und das merkt euch bitte gleich für die Simulation, Nexus immer ist eine Rückwärtsplanung. Also man fängt am besten eine Launch-Story an, mit dem, wo man hin will, und plant dann rückwärts. Wichtig ist, dass man, wenn es Abhängigkeiten gibt, respektive Risiken, immer Vorbedingungen hat. Also sprich, diese Stories 2.8 müssen erfüllt sein, damit Story 11 abgeschlossen werden kann. Vielleicht erinnert euch an die Probleme, die wir vorhin wissen hatten. Und es gibt immer Nachfolger. Also sprich, nach Story 2 sollte zwingend Story 11 kommen. Und jetzt noch das Schönste, die bunten Pfeile nämlich. Gerade eben, wenn es Abhängigkeiten gibt, werden die mit Risiken bewertet. Es gibt grün, gelb, rot, wie im klassischen Projektmanagement auch. Grün ist halt eine sehr, sehr geringe Abhängigkeit. Die sagt aus, im gleichen Team, aber in unterschiedlichen Sprints, das ist eine geringe Abhängigkeit. Da muss man mal beobachten. Dann gibt es die gelben, also die mittleren Risiken, die sagen, ja okay, das kann in unterschiedlichen Teams sein, und unterschiedlichen Sprints. Das ist nur mal, wenn wir drauf gucken. Da gibt es noch die roten,
Bei den Gelben gibt es auch noch die Risiken, die zum Beispiel im selben Team, im selben Sprint sind. Ja, danke. Habe ich auch das Fett unterschlagen. Übrigens auch die Roten. Das ist so in zwei verschiedenen Teams, hatten wir vorhin auch. Im gleichen Sprint, das ist so die Chance, mal ordentlich zu failen. Also rot. So, wir haben hier eine Simulation für euch. Ein bisschen spielen wollen wir auch. Gleiches Spiel wieder. Wir sind wieder die vier Teams. Schon eingeteilt. Wir wollen wieder das RWDs-Team live bringen und dieses Mal machen wir es nach Nexus. Im besten Fall, wie wir es gerade gezeigt haben. Wir bleiben in den vier Teams. Es gibt wieder die vier POs. Wer von den vier POs mag denn den Nexus-PO jetzt gleich einmal für uns machen? War nicht so schüchtern. Doch. Danke. Super. Gut, uns gleich unsere Storys gleich. Aus den vier SMs bitte bräuchten wir einen Nexus-SM. Achso, ein bisschen PO. Na gut. Wir brauchen einen Nexus SM. Freiwillige vor. Na gut, ich mach's. Danke. Und jedes Team will gleich ein sogenanntes NIT, also ein Nexus Integration Team-Mitglied aus seiner Runde, das eben in den NIT ist. Wieder 5 Minuten. Das Besondere an den Storys, die wir gleich bekommen, ist, wir haben oben, ne, Vor- und Rückwärtsplanung und alles, Abhängigkeiten, die vorher erfüllt sein sollten, respektive die Nachfolger, die danach kommen sollten. Das sollte euch die Arbeit ein bisschen erleichtern. Bitte bringt eure Sprintboards mit, ne, also die großen DIN A3 Zettel. Die kleinen Storykarten lasst bitte gerne am Platz. Und dann bitten wir den einen PO, den einen Scrum Master und die vier Nexus Integration Team Mitglieder nach vorne. Die Storys liegen hier schon, die neuen. Und dann starten gleich die 5 Minuten. Und alle anderen sind natürlich herzlich eingeladen, drumherum zu stehen und zuzugucken. Dabei lernt man dann am meisten. So, jetzt sind wir wieder. Wer ist denn alles dabei? Also, wir brauchen vier verschiedene Strategien. Wir brauchen vier Boards. Wir brauchen vier Boards. So. Und das vierte Board? So, wir brauchen vier Boards, dann müssen wir die Abhängigkeiten machen. Mein Vorschlag wäre. Denkt an die Rückwärtsplanung, ne? So, okay. Dann haben wir einen Vorschlag erklären, wer sind die vier Nexus Integration Team Mitglieder? Einmal die Hände hoch, dass wir wissen, das ist einer. Kein Problem. Wer ist aus Team CO? Wer ist aus Team A da? Wer ist aus Team B da? Team B, ich hätte gerne ein Teammitglied. Ja, dann gerne irgendein Teammitglied. Wenn du bitte mit an den Tisch kommst. Oder auch Firmen selber, dass Arbeit total Spaß macht, oder dass es irgendwie falsch ist, wenn man nicht ständig Spaß hat auf seine Veränderungen. Und ich glaube, in dem Kontext ist wichtig zu wissen, was ist mir im Leben wichtig und welchen Teil davon soll die Arbeit abdecken. Und es kann voll okay sein, dass ich da einfach tagsüber schön warm sitze, keinen Stress habe, nette Kollegen habe, festes Einkommen und parallel super geile Sachen erlebt in meiner Laufbahn. Ich habe auch schon im Working Dienst viel gemacht zur Allianz halt. Da kamen die Leute halt früh um 6, haben erstmal mehrere Frühstückspausen dazwischen durchgekommen und waren halt um 2:30 fertig mit ihrem Stempel. Zack, Stempel, tschüss, und dann ging das Leben los, so gefühlt. Aber es war in Summe, ging die Rechnung halt auf. Also das finde ich, kann man auch auf dem Schirm haben. Das ist jetzt, soll ich mich jetzt in diesem Leiden halten? Das ist was anderes. Das finde ich auch wichtig dabei zu haben. Auch ein sehr Okay, wo habt ihr denn jetzt noch Abhängigkeiten, die bei euch im Team liegen? Bei B 98, die ist drin. A
25 in die Runde. Ja, okay, das ist also ein Team. Okay, wie sieht es bei hier aus? Alles zu B. Haben wir die 79 drin? Ja. A25 habt ihr drin. Okay. Ich würde erstmal gerne die Uhr greifen. Aber das ist ja, das brauchen wir nicht, das hat ja super wenig Nutzen für uns. Brauchen wir die? Weil hier ein anderer Buchstaben steht. So, A25, ist okay. Die brauchen wir ja nicht, die Termin mehr. Ich würde dann einfach die Uhr setzen. Ich hätte es jetzt so gemacht, wenn du dich hast. Ich hätte nach meinem ersten Sprint mit Gelben, die Dicke. So, du hast hier D. Ach, du bist D. Okay. Dann hast du auch ein Gelb. Ja. Obwohl, okay. Nee, bei euch ist es nicht gleich so schwierig. Gut, aber es ist gleich so schwierig. Okay, aber du kannst dir hier noch zwei User-Stories reinlegen. Du hast noch zwei freie Plätze. Dann leg die doch erstmal mit rein. Vielleicht kannst du das Gelbe ja in ein grünes verwandeln. Schau mal, ob du das Gelbe in ein grünes verwandeln kannst. Okay. Könnt ihr das Gelbe in ein grünes verwandeln? Naja, wir haben ganz viele Abhängigkeiten. Wir sind halt abhängig. Noch zwei Minuten. Okay, dann lassen wir es so. So, ich hätte eigentlich. Okay, ich hätte gerne nochmal erstmal die teamübergreifenden Abhängigkeiten. Check die bitte nochmal. Hast du Teamübergreifung? Okay, das ist okay, das ist gut. Hat B98 drin in der ersten Jahr? Haben wir. Hier ist B. B78, die ist hier, haben wir noch nicht. Dann priorisiere die hier rein an einer von den beiden, sucht der andere aus. Ist dir was? Das ist aber auch fehlen, dass wir die dann hier haben. Dann haben wir mit roten Abgeben. Ja, hast du gerade gemerkt, da müssen wir die tauschen. So, du hast vielleicht 10, was kannst du zustimmen, die hast du Hast du okay, dann musst du die reinnehmen. Dann schauen wir, dass du die noch reinkriegst, okay? Okay, habt ihr jetzt alles sauber. Also wir können halt die Unterschieden, dann können wir da den Raum kommen. Also die A25, die würde ich gerne hier lassen. Noch halt eine Minute. Aber wenn du eine Wir lassen das was drin. Okay, dann machst du. Ich glaube, die 78 rausschmeißen, weil du meine intern Abhängigkeiten. Brauchst du die 78 für irgendwas? Brauchst du die für irgendwas anderes? Auch einer von euch ist auch. Ja, die brauchen wir hierfür. Hier sind gerade super viele Abhängigkeiten. 20 Sekunden! Kann man die 78 runterschieben? Ja. Geht das auch? Ja, jetzt geht's. So, vielen Dank. So, wollen wir einmal auflösen, Tim, vielleicht nur ganz kurz? Ja, also wir haben natürlich hier so einen kleinen Chipzettel, wo die Abhängigkeiten mit den Farben drauf eingezeichnet sind. Aber ihr habt das tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Das letzte Problem, wo ihr eben noch dran standet und gesagt habt, oh, ich habe hier aber noch eine Nachfolgestory, das war eine kleine Falle. Die Nachfolgestory wurde für gar nichts benötigt. Also, dass ihr die nicht drin hattet, war gar nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, ihr habt dafür Sachen reingenommen, die viel höheren Nutzen hatten, also alles richtig gemacht. Wir haben es erfolgreich geschafft, unser Projekt ist live. Super, danke. Welches Team hat gewonnen? Ihr habt gewonnen. Es ist euer Produkt, ihr habt alle gewonnen. Hey! So.
Punkt 1, was ist passiert? Vielleicht ein paar Wortmeldungen. Was ist gerade passiert? Keine Ahnung, also ich habe mich so ein bisschen außen vor gefühlt hier hinten. Mhm. Weil du Beobachter warst in dem Fall. Nicht für alle Tätigkeiten. Mhm. Mir hat der Austausch mit dem Nexus-Pückel gefehlt. Okay. Büro, weil ich auch nach wie vor sage, das wird nicht funktionieren, weil wir haben da zwei rote Dinger und das geht nicht mehr. Mhm. Das ist auch was, was ich in dem Setting gerade nicht verstanden habe, warum die Teammitglieder dort priorisiert haben und wo die ganzen anderen POs waren. Die haben mir gefehlt. Okay, das war dann das. Die Antwort darauf ist relativ einfach. Es gibt keine anderen POs. Es gibt nur ein Nexus-PO. Okay. Wie bei LESS. Es gibt ein Produkt, ein Projekt, ein PO. Und der priorisiert im Zweifelsfall natürlich auch. Und die Teammitglieder achten darauf, dass die Abhängigkeiten erfüllt werden, dass technisch nichts Unmögliches passiert. Klar, die Rollen waren jetzt noch nicht hundertprozentig geschärft. Das verlangt auch ein bisschen Training. Ich glaube, in 5 Minuten Nexus einzuführen, das hat noch keiner geschafft. Aber schön fand ich, dass zum Beispiel deutlich geworden ist, wie man mit Abhängigkeiten zwischen Teams umgeht. Und das angefangen worden ist, zu markieren, okay, wo sind denn die Abhängigkeiten? Wo ist es gelb, wo ist es rot? Und vor allem wurde alle gezwungen zu reden. Also alle haben miteinander gesprochen. Das ist banal, aber unheimlich wichtig. Wie habt ihr euch gefühlt dabei, mal miteinander zu sprechen und was zu erkennen, Abhängigkeiten zum Beispiel? Keine Gefühle dabei? Durch Fußballspielen bin ich schnell, wenn ich in ein Team gehe mit, das ist mein Team und die anderen Teams sind doof. Mhm. Was bei der ersten Simulation so ein bisschen, klar habe ich verstanden, dass wir gemeinsam das Produkt bauen, aber es war dann eher mit, oh, B soll das ja wohl gefälligst mal hinkriegen. Und dadurch, dass wir da gemeinsam waren, hatte ich mehr ein gemeinsames, okay, wir bauen gerade auch gemeinsam mhm. und nicht, mein Team ist das Beste und die anderen Teams sind doof. Wir sind ein Team, wir alle sind das Team. Ja. Okay. Was haben wir denn gelernt? Es ist wichtig, dass es irgendeinen Punkt gibt, wo die Informationen zusammenfließen, damit Entscheidungen halt auch informationsbasiert getroffen werden können. Mhm. Das finde ich so am wichtigsten. Ich habe mich als Nicht-Nexus-Mitglied sehr abgehängt gefühlt. Okay. Da in der Realität, glaube ich, ein Schmerz wird. Wenn mhm. einfach nur ein Teamvertreter auf einmal für das gesamte Team die Story zieht. Okay. Also, wird sich, glaube ich, sehr seltsam anfühlen. Gut. Ich fand es gut, also auch wenn es jetzt natürlich in der Realität etwas anders machen, dann könnte man auch mit dem Abhängen besser auch visualisieren. Mhm. Richtig. Guckt man, dass man bewusst immer einen anderen Vertreter quasi schickt? Also, dass genau sowas nicht entsteht, dass jetzt einer immer der Vertreter ist und sich so die Rolle, ich bin der Vertreter, einschleicht, also, und dass man bewusst das Rollieren macht in einem Team. Die Teams haben da ihre selbst organisiert, die machen ihre eigenen Regeln. In den meisten Teams, sie fragen immer, wer möchte, das macht meistens der gleiche, ja. Weil er Lust dazu hat, wie das Team damit auch fein ist, aber sie können rollieren, sie können austauschen, das ist völlig frei. So, dann müssen wir mal die Zeit wieder achten. Danke. Was haben wir euch mitgebracht als Key Findings? Es ist erstmal ein klares Framework und es skaliert die Arbeit und ist auf die resultierenden Abhängigkeiten ausgerichtet. Anders als LESS gibt es hier ganz klare Richtlinien, die im Nexus ganz festgelegt sind. Scrum ist Nexus. Wer Scrum kann, kann auch Nexus, weil am Ende sind es die gleichen Regeln. Was ist unser Fazit daraus? Es ist halt ähnlich LESS, ja, irgendwie gefühlt, wenn man sich so anguckt das erste Mal, aber es ist ähnlich LESS. Es gibt ganz klare Strukturen, es gibt ganz klare Vorgaben, dadurch kann man es auch mit weniger reifen Teams machen, wenn man bei LESS ja wirklich schon sehr reife Teams braucht, weil sehr, sehr viel im Team überlassen wird. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Was haben wir so als Best Practice and Learnings mit? Ich würde fragen, diese Visualisierung, Nexus Fort, ja. Es gibt Empfehlungen auf jeden Fall, ähnlich wie im Scrum Guide. Da wurde jetzt nicht ganz klar gesagt, die muss das so machen. Das sind Empfehlungen. Die haben sich aber als Best Practice erwiesen und die funktionieren gerne sehr gut. Also im Guide. Ja, es gibt im Nexus gibt es ja auch ganz viele White Papers und so, ja, was man dann links und rechts ja, kann. Aber alles auch nur Empfehlungen. Also der Nexus Guide als solches, nein. So, was haben wir so mitgebracht und gelernt? Nochmal die drei Regeln. Ne? Also skaliere niemals, auf gar keinen Fall. Oder sei denn das Projekt wirklich so groß?
Nutze nicht blind irgendwelche Blaupausen, sondern wähle einen Ansatz, der für deine Bedürfnisse passt. Also guckt euch die Frameworks an, es gibt noch viel mehr als die, die wir heute mitgebracht haben. Probiert sie vielleicht mal in einem Planspiel aus und guckt, was passt zu meiner Situation. Es gibt nicht so one fits all. Und das war der Punkt, den wir gelernt haben, ne? Erinnert euch, Etappe, da haben wir es genauso gemacht. Blaupausen, überstülpen, klasse, läuft nicht. Binde alle Vertreter und Rollen aktiv von Beginn an ein. Auch das war neu aus der Etappe. Wir haben es nicht gemacht und es ist grandios gescheitert. Ja, und dann in kleinen Schritten. Ne? Also zum Beispiel gibt es Meetings, die tun erstmal nicht so weh. Zum Beispiel so eine übergreifende Review oder sowas. Bewirkt aber schon ganz viel. Und wenn man die Teamvertreter fragt und sagt, okay, wir wollen unseren nächsten Skalierungsansatz gemeinsam entwickeln, was wäre denn das Erste, womit wollt ihr denn anfangen, was ist denn für euch das, wo ihr den höchsten Nutzen rauszieht und dann eins nach dem anderen einführt, dann hat man eine wesentlich höhere Chance auf Akzeptanz. Und ganz wichtig, das war auch, sag ich wissen, nehmt ihr die Zeit dafür, also nehmt ihr die Zeit für eine Veränderung, etwas anzustoßen, auch nachhaltig Veränderung anzustoßen, aber da gebt euch auch Zeit, auch mal zu failen, auch Fehler zu machen, darum geht die Welt nicht unter. Aufstehen, Krönchen richten, weiter geht's. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Fragen-Part. Oder auch nicht. Susanne, ist es gerade wieder mal wieder leise. Gut. Könnt jetzt? Ihr was zu dem Unterschied ja. zwischen den Retrospektiven sagen, wie sie in Less und Nexus sind? Also diese dreigeteilte von Nexus versus in Less, wo man dann am Ende nochmal zusammenkommt? Ja, tatsächlich ist das etwas, was wir ausprobiert haben, wovon wir aber nicht restlos überzeugt sind. Also wir glauben, einmal die Team-Retro und dann die übergreifende Retro reicht als Format. Die Vertreter von der übergreifenden Retro nehmen die Themen üblicherweise mit in ihr Team und die kommunizieren das. Aber die machen darüber nicht nochmal eine extra Retro bei uns. Wie seid ihr denn auf Nexus bzw. vorher Less gekommen, ohne Safe auszuprobieren? Ja, wir haben so eine Safe-Schulung gemacht und haben dann gesagt, wir hatten schon genug Wasserfall, brauchen wir nicht. Und zwar, ihr scheint ja sehr viel gelernt zu haben und das hat wahrscheinlich auch sehr viel Zeit gekostet. Und Schmerzen. Und Schmerzen, genau. Und wie habt ihr das denn mit eurem Tagesgeschäft vereinbart? Mal mehr, mal weniger gut. Also Veränderung kostet Zeit, Veränderung kostet Kraft. Du hast immer irgendwie einen Dip drin, das muss dir vorher bewusst sein. Wenn du dir aber die Zeit nicht nimmst, um dich weiterzuentwickeln, dann bist du verflucht, da stehen zu bleiben, wo du bist. Und ich glaube, wir wissen alle, was das langfristig bedeutet. Aber auch wichtigster Punkt, auch wir haben unsere Rollen weiterentwickelt. Also wir sind eigentlich früher Manager gewesen und auch diese Rolle hat sich stetig gewandelt, sodass wir auch Zeit hatten dann wiederum, um solche Themen mehr zu machen. Aber wir sollten gucken, wir haben außenrum einen Konzernkontext, der vielleicht auch bedient werden. Deswegen mal so, mal so. Wie habt ihr das ganz konkret gemacht? Die Leute mussten wollten mehrere Stunden sozusagen diese Lernerfahrung mit euch machen. Die hat ihnen ja für das Sonstige gefehlt. Wie haben die Leute das hinbekommen? Also wenn bei mir beispielsweise, ich weiß, ich muss mehrere Stunden oder ich darf mehrere Stunden an was mitentwickeln, ja, sozusagen Innovationen im Unternehmen vorantreiben, jetzt methodisch, dann fehlt mir nicht für mein Tagesgeschäft, das mich dann schon sehr in die Bredouille gebracht. Also wir haben. Wie habt ihr das als ihr seid ja letztendlich doch auch immer noch in der Managerrolle, auch wenn ihr natürlich die jetzt nicht mehr längst ausübt, wie habt ihr das ganz konkret sozusagen geregelt? Wir haben eine ganz starke Partnerschaft mit Esprit, unserem Kunden, für den wir diesen Shop entwickeln. Und denen ist genauso bewusst wie uns, weil sie auch agil arbeiten, dass Entwicklung Zeit braucht und diese Zeit geben sie uns. Unsere Mitarbeiter machen jeden Freitag ab 1 ihrs, ne? Also Freitag ab 1 macht jeder seins zum Beispiel. Und zusätzlich haben wir auch noch viele weitere Slots, in denen wir aktiv an unserer Organisation arbeiten, weil wir fest daran glauben, dass dieses Investment sich lohnt. Und was heißt das, Freitag ab 1 macht jeder seins? Das ist einmal sein Projekt, also das, was er glaubt, was wichtig ist, sein Zukunftsthema, seine Weiterbildung, seine Organisationsentwicklung. Und darüber spricht er dann auch in der Review. Ne? Wichtiger Punkt auch dazu noch, um das zu ergänzen, die Teams planen auch Aktivzeiten ein. Also sie haben ihr Sprint-Planning und sagen, okay, ich brauche jetzt für diese Woche 3 Stunden extra, weil ich was lernen möchte zu einem Ansatz technischer oder organisatorischer Idee. Und dann planen die es an, dann ist es auch okay. Das ist mit dem Kunden abgesprochen, alles fein. Ich glaube, für eine letzte Frage, da hinten haben wir noch Zeit. Hi. Habt ihr Erfahrungen mit standortübergreifenden Nexus- oder Less-Teams? Nee, kann ich dir aber gerne jemanden zu vermitteln. Also wir selber haben es nicht gemacht. Wir haben halt standortübergreifend gearbeitet, allerdings dann nicht mit Less, sondern mit gekapselten Produkten. Ich würde noch eine Frage. Danke. Okay.
ganz schnell, von wie viel Zeit in Monaten für diese Entwicklung reden wir denn? Also wie lange hat das gebraucht, von da loszulaufen, wo ihr im Chaos war, bis da, wo ihr jetzt seid? Also 4 Jahre. Wir sind nicht fertig, also wir sind mittendrin. Ja, nee, das glaube ich. Also für eine Einführung kannst du sicherlich gut 6 Monate rechnen für so ein Framework, insbesondere wenn du es stufenweise einführen willst. Mir bleibt jetzt zu sagen, vielen, vielen Dank. Uns hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet mitnehmen, wie sich das anfühlt und nicht nur, wie es in der Theorie funktioniert. Seid mutig, macht Fehler, geht raus, probiert Dinge aus. Wenn ihr Fragen habt, wir sind gleich noch vor der Tür. Ansonsten sind auch unsere Kontaktdaten hier drauf. Twittert uns an, findet uns bei Xing, notfalls bei StudiVZ oder Ähnlichem. Ruft uns an. Wir würden uns freuen. Seid so lieb, macht eine Bewertung in der App. Wir sind echt an eurem Feedback interessiert. Wenn wir uns verbessern können, lasst uns das wissen. Und ansonsten habt einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön.